Onkel, ja, beginnt jetzt im Oktober die Sultan-Offensive? Ja, auch die. Was machst du denn mit den Oliven jetzt? Na, die werden halbiert und kommen hier darauf. Ist doch ganz klar. Die kommen darauf. Onkel, hast du das wahr gemacht? Ja, ich habe überall eine Olive und einen Knoblauchzehe raufgetan. Und damit die Sache nachher nicht verrutscht, wird ein Käsekleber benutzt. Ein echter Emmentaler. Kein Plastikkleber. Der wird jetzt vorsichtig auf die Pfanne gelegt. Naja, den Rest kennt ihr euch ja. Ich zeige euch doch gleich die Pfanne. Moment. So, Onkel. Und die Weißbrotkumpels mit der eingelegten, aufgeweichten Tomate und der Knoblauchapplikation kommt jetzt auf die Schwiegermutterbratenpfanne und kriegt dort von unten den Rest. Schön sachte, dass nicht verbrennt, Onkel. Passt schön auf. Ja, Mann. Aufpassen.